So, und damit herzlich willkommen. Und ich muss schon wieder meine Schnauze halten, so eine olle Kacke. Und hier kommt es auch wirklich auf Skill an, denn dies hier ist, wie man schon im Titel lesen kann, eine 105%-Challenge. Heißt also, ich werde alle Relikte sammeln, und zwar auf Gold, mindestens. Ich werde natürlich auch ein paar Platin-Relikte sammeln. Mein erster Test mit Deke Story war ja Crash Bandicoot 3 oder der Test vom EPSX 1.6.0, 1.7.0, beziehungsweise, warte, nee, 1.8.0 habe ich da gemacht, nicht 1.7. Ja, und Crash Bandicoot 3 ist auch, wow. Ja, so ziemlich das Vollkommenste. Scheiße. Und irgendwie eine coole Hose. Oh, die ist doch cool, so blau mit hellblauen Streifen da. Große blaue Hosen, wenn es dir nicht mehr wichtig ist, auf Frauen attraktiv zu wirken. Das ist doch einfach nur episch. Nutella. Nicht der, nicht die, sondern das. Also, wie schon gesagt, hier... Was, bitte? Oh, scheiße. Und ich muss auch sagen, das Spiel sieht doch grafisch nicht schlecht aus. Ja, fick dich doch, du blöder Kugelfisch. Komm, hau ab. Ja, oder auch so. Na toll, jetzt musste die Maske auch dran, glaube ich. Weil die Umfrage hat ja eigentlich gar nichts gebracht, um ehrlich zu sein. Die guckt mal in die Statistiken. Die Statistiken sagen, oh nee. So. Oh. Das war Fail. SFC. Das bin und bleib immer noch ich. Garantiert. Sowas braucht die Menschheit nicht. Das hat sie nicht nötig. Das erste Mal Super Crash. Yeah. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Jeder könnte Crashs Rücken beschreiben. Halt orange mit so einem hellen, eigentlich schon fast gelben Strich in der Mitte. Ja, Tiny kennen wir auch schon aus Teil 2. Da war er ja der dritte Boss und hier ist er gleich der vierte. Nein! Ich werde im Ernst nicht Erster? Das ist mir noch nie passiert. Nur weil der Arsch da mich weggedrängt hat. Und hier jede Menge Werbung links und rechts, müsste man darauf achten. Ist eigentlich auch recht lustig, teilweise. Wow, wow. Schon können wir hier wieder rumballern. Als gäbe es keinen Morgen. Nein, ehrlich, es gibt keinen Morgen. Exodus Part, ja, jawoll. Eieiei, nein! Mann! Verdammt, das ist jetzt nicht mehr lustig. Gut, es läuft alles wie geschmiert. Sehr schön. Nein! Oh komm! Verdammt! Ja, nur Nitro-Kisten, die hüpfen, sind auch aktiv! Nein! Hä? Was? Ich hab die TNT-Kiste nicht mal berührt. Blöder Sack. Tiere haben Vorfahrt. Nö. Was ist das für ein crazy shit? Eieiei, nein, nein! Blöde Hure. Das scheint wohl für manche zu schwer zu sein. Boah, du blöde Schlampe. Los. Manchmal ist die Steuerung wirklich total schwammig. Wieso hat der Jetski im Remake einen Wendekreis von 12 Tonnen? Eieiei! Also, wenn ihr einen Crash Bandicoot nur mit Jump'n'Run Level wollt, dann holt euch Crash Bandicoot 2. Das ist halt nur Jump'n'Run Level. Na gut, abgesehen jetzt von den Tiger-Leveln, von den Eisbären-Leveln mit Polar, aber die Level machen Spaß. Ja! Geil! Alter, das läuft! Es läuft! Geil! Ihr Ärsche, ihr zeigt noch nicht mal die Zeit an! Nein! Nein! Woo! Episch! Ein cooles Design. Ey, ich war gerade in ihm, oder? Schade, ich dachte, dafür kriege ich was. Dann ist er stumm wie ein Brot. Ich bin nicht stumm. Nur etwas kastig mit zu kurzen Armen. Naja, gut, das geht. Du blöder Penner! Ey, Mann! Der stürzt mir dauernd ab. Jetzt muss ich den verdammten Safe State laden, ey. Och, Mann! Cheatet lieber, wenn ihr die 105% holt. Und wenn du jetzt wieder abstürzt, ey, ich schwör dir, ich schmeiß dich ins Klo. Mann! Das war stylisch. Gut, das war jetzt eigentlich ziemlich hohl, ne? Aber was soll's?
Das bin und bleib immer noch ich. Ja, und hier geht es um Wasser, das dauernd auf und absteigt. Auf und nieder, auf und nieder. Genau, das soll ich euch mal zeigen, wie Crash auf die Fresse knallt. Das sieht doch voll lustig aus, ey. Der hat eine Kokosnuss auf den Kopf gekriegt. Ha, bin ich gut. Eigentlich... Ach scheiße, ich wollte ein bisschen Skill zeigen. Weil es gibt bestimmt auch Leute, die auf diesem Kanal sind, die Crash Bandicoot nicht unbedingt mögen. So wie ich. Und dann können wir jetzt zu Engine. Das ist eigentlich nur ein Wortspiel für Maschine. Embryo! Das klingt ja wie Embryo. Vor allem, da dieses hier das erste Crash Bandicoot Spiel war, das ich gespielt hatte, dachte ich zuerst, Engine wäre eine Frau. Wenn er auch genauso quatscht, dann muss er sich sowas gefallen lassen. Wie traurig! Traurig für Engine! Kann es denn noch schlimmer werden? Ich kann so nicht weiterleben! Und deswegen mach ich schon mal den Levels. She's crazed. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon ich rede, dann habt ihr mein Let's Play zu Crash Bandicoot 2 nicht gesehen. Das ist schrecklich. Guckt es euch an! Naja, ich zwing euch ja zu nichts. Ihr könnt euch ja angucken, was ihr wollt. Ich kann was. Das war sonst nie der Fall. Yeah! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 3 Warped. Jetzt wird's mal Zeit für eine Aufklärungsstunde hier, denn... Juckt mir jetzt aber der Sack! Den werde ich euch dann auch noch zeigen. Ja, wir werden alles sehen. Hallo, leckst du mal, du blöde Schlampe! Das hättest du wohl gerne, wa? Baby! Geil! Können wir ruhig noch mit drin schieben. Ja! Geil! Es läuft alles wie geschmiert. Sehr schön. Los, zieh raus. Kein bisschen erotisch. Hä, wa? Das ist mir noch nie passiert. Blöde Potsau. Na gut, lass mal das. Weil schon etwas mehr als ein Gigabyte hat. Ein Gigabyte. Was ist das für ein crazy Shit? Edelstein! Schon haben wir 3. Mindestens. Wenn nicht sogar 2. Eigentlich, ich weiß gar nicht, wieso da so viele immer mit der Bazooka rumballern. Bei dem, das braucht man ja überhaupt nicht. Das macht man einfach mit dem, okay. Du Noob, ey, du Elena. Nö! Du blöder Penner, Mann. Ey, jetzt ist hier aber Fail-Alarm, ne? 2 Level in einem Part, das ist doch wohl ein Witz. Ich krieg ja noch nicht... Och, komm, Mann! Jetzt ist es aber nervig. Das scheint wohl für manche zu schwer zu sein. Ja, schon armselig. Und wie findet ihr eigentlich meine... Naja, Schneidetechnik, will ich mal vorsichtig ausdrücken. Ätzend. Das könnte nicht beschissener sein. So, hier kommt man auch an die Kiste ran, wenn man über die Rampe... Nö, du Arschloch, Mann. Mann, du blöder Sack. Mann. Blöder Sack. Verfickter Blödhammel hier. Habt ihr euren Führerschein aus der Wundertüte oder was? Na gut, lass mal das. Nee, 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 nee. Was soll das? Hä? Was soll das? Was soll der Mies? Das ist selbstverständlich, dass man hier in Latin... Wollte ich meinen. Ist doch super easy. Ente, 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 Ente. Ganz! Gut, Beginn des Zeitrennens. Jetzt können wir hier super schön Ha, tot! Hier muss ich mich ein bisschen vorbereiten. Nein! Nein! Hoch! Hoch! Ma... Hallo! Du sollst hoch! Du, Elena. Mann, ich sehe... Ich stehe hier unter Zeitdruck, verdammt nochmal! Ach, du blöder Penner. Nein! 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 Da, oh, nö, ich war so knapp. Ich bin nämlich viel zu gut für dieses Spiel. Hey, was bitte? Hallo! Hallo! Scheißdreck! Ah, Mann. Von wegen, ich schlag mich nicht schlecht. Ich bin super scheiße. Ne? Das sieht man schon auf Anhieb, dass ich super schlecht bin in diesem Spiel. Dazu könntet ihr auch mal eure Meinung kundtun. Das könnte nicht beschissener sein. Oh, ja, ja, ja.
Und die Mehrzahl von Skarabäus ist in der Tat Skarabäi. SFC. Stinkt, das ist so. Sehr sogar. Das kann ich dir versprechen. Muss er ja selbst wissen. Mein Tipp: Hier gibt's 6 Sekunden, deswegen. Wieder ein Orient-Level. Von dem ich den Level jetzt den Namen vergessen habe. Ich nenne es einfach mal. Fotze! Oh mein Gott! Was für ein epischer Name. Hier wird geklotzt und nicht geleckt. So soll zumindest die Devise sein. Nein! Das geht gar nicht! Was? Bitte? Mit Maske geht das nicht? Scheiße! Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich wollte die jetzt eigentlich auch bei dem... Ja, komm. Bei dem Adlerviech davor verlieren, aber... Gut. Da kann ich euch jetzt aber mal richtig den Sack zeigen. Nicht nur von einer Seite, sondern halt... Na gut, lass mal das. Und ich empfehle euch, spielt bloß nicht mit Elena. Da labert sie nur irgendeinen Müll, als wäre die total blöd. Das ist schrecklich. Ist einfach scheiße. Da kam noch ein Noob raus. Da leben mindestens 3 drin. Es ist leider so. Weil allein schon der erste Part, Crash Bandicoot 3, den habe ich gestern hochgeladen. Der hat 12 Stunden gedauert, mindestens. Was, was, bitte? Nein! Ich voll Horst. Das sieht er locker. Und diese Dinger, das habe ich, glaube ich, noch nie erwähnt. Die erinnern mich voll an Duplo. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ah ja, ich wollte... Zeig euch ja dann auch noch Rot. Hätte ich euch denn aber quasi geschnitten zeigen. Ah, Scheißdreck. Keiner hat reingeguckt. 8 von 24. 10 von 24. Solange man niemanden hat, der ihm das Geld wirklich schenkt, wird einem auch keins geschenkt. Das war der weiseste Spruch, den ich, glaube ich, jemals gebracht habe. Und wahrscheinlich noch Power of Rings. Beat! Trotz Lag habe ich es noch geschafft. Ich bin der Super King, wollte ich gerade sagen. Aber das hat schon wieder erledigt. Danke sehr, du blöder Sack. Kommen wir erstmal zu meinem Lieblingsfluglevel, und zwar Power of Rings. Denn es ist kein Level, wo man einfach nur die Gegner zerballern muss, sondern es ist ein schöner Sack. Jo. Und das finde ich irgendwie geil, das feiere ich so ein bisschen. Und wenn man sich hier dreht, heißt also Viereck drückt, nämlich rechtzeitig, dann kriegt man hier diesen lilanen Schub. Und dann verkackt man es schnell, in der Tat. Ich bin so ein Profi. So ein Vollblut-Profi. Ah, fuck. Scheiße. Ich weiß aber nicht, ich glaube... Nein! Gold dürfte trotzdem noch was werden. Hoffe ich, denke ich. Och, Mann. Jetzt verkacke ich sogar den Zierring, Mann. Und wie auch im letzten Part werde ich Uka was ganz Böses in den Mund legen. Ganz schlimme Unterstellungen. Naja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was für eine. Aber ich glaube, ich habe sie schon. Fotze! Ist zwar total pubertär, aber was soll's. Und das Finale kommt dann zum Schluss. Ne? Gut, mein Resümee zum Let's Play und dem Spiel. Das Let's Play lief echt scheiße. Ja, und zum Spiel kann man eigentlich nur sagen, eine olle Kacke. Das scheint wohl für manche zu schwer zu sein. Aber was soll's? Komm, hau ab. Danke und tschüss. Ende. Auf Wiedersehen.